Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema: die Wellenatmung. Die Wellenatmung stammt aus dem Hypnobirthing und dient dazu, die Geburtswehen oder auch Wellen genannt, unter der Geburt optimal zu veratmen und den Körper bei der Geburtsarbeit zu unterstützen. Sie sollte ab der 32. Schwangerschaftswoche zweimal am Tag geübt werden. Die Atmung wird bei jeder Welle angewendet, bis es dann gegen Ende der Geburt in die Geburtsatmung für die letzte Phase geht. Es geht bei der Wellenatmung also darum, die komplette Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken und alles andere auszublenden. Die Welle beginnt und es wird ab diesem Zeitpunkt so langsam und so lange wie möglich ein- und wieder ausgeatmet. Im Idealfall sind Einatmen und Ausatmen gleich lang. Beim Üben wird in mittelschnellem Tempo bis 21 und wieder zurückgezählt. Diese 21 Schläge dienen aber nur zur Orientierung. Wenn mit dem Üben begonnen wird, kann es sein, dass man nur bis 12 oder 13 kommt. Kurz vor der Geburt darf der Atem dann so lang sein, dass man im selben Zähltempo auch bis 25 oder weiterkommt. Die Gebärmutter soll dadurch optimal unterstützt werden. Die Muskulatur der Gebärmutter und das Baby werden optimal mit Sauerstoff versorgt. Das hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass das CTG unter der Geburt gute Herztöne anzeigt und keine Sorge um das Baby entsteht. Schlechte Herztöne bedeuten nämlich oft ein manipulatives Eingreifen in den Geburtsprozess. Warum das von Nachteil ist, werde ich dir in einem der nächsten Videos erklären. Das war's zum Thema Wellenatmung. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie.